So, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Ich habe für euch heute einen etwas schweren Drehtag vor mir, beziehungsweise jetzt schon, wenn ihr es seht, hinter mir. Denn das Wetter will nicht so wirklich mitspielen. Ich habe mich jetzt extra hier ins wunderschöne Friedrichshafen begeben und habe euch hier den neuen Skoda Fabia mitgebracht. Und der Skoda Fabia hat jetzt Anfang des Jahres eine Modellpflege bekommen. Und wer den Wagen tatsächlich zum ersten Mal sieht, wird sich durchaus etwas wundern, denn viel sieht man nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns heute mal im Detail an, was der Skoda Fabia so kann, ob er vielleicht sogar familientauglich ist, was mir besonders gut gefällt und was nicht. Und wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran und ich würde mich freuen. Ja, sprechen wir über den Skoda Fabia und die Modellpflege, respektive ein tatsächliches Facelift. Denn die Front hat man dezent und wirklich sehr, sehr dezent. Falls ihr da draußen auf Anhieb erkannt habt, dass es sich um die Modellpflege handelt, dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, woran ihr ihn sofort erkannt habt. Wir haben hier zudem übrigens die sportliche Monte Carlo Ausführung, will heißen den schwarzen Kühlergrill, hier unten zusätzlich schwarze Applikationen und in den Frontschürze integriert. Wir haben jetzt, und das ist für mich das beste Highlight schon fast an der Modellpflege, sind diese LED-Scheinwerfer, die wir hier haben. Deswegen auch übrigens dieses Flackern bei euch jetzt auf dem Bildschirm. Diese LED-Scheinwerfer sind nicht adaptiv, das muss man gleich dazu sagen, aber nichtsdestotrotz, diese Lichtausbeute hat sich deutlich verbessert durch diese LED-Scheinwerfer. Also hier auf alle Fälle bitte das Kreuzchen machen, wer ihn kaufen möchte. Ansonsten ist dieser Scheinwerfer hier etwas schmaler geworden. Er war vorher ein bisschen breiter. Ebenso neu die Nebelscheinwerfer, dann hier unten, wie wir es kennen, den Front Assist Radarsensor, der jetzt auch für den Abstandsregeltempomaten zuständig ist. Hier sogar die Version mit 210 km/h Freigabe, obwohl keiner der Skoda Fabia 210 Stundenkilometer schafft. Aber gut, dass man ihn an Bord hat. Dann schauen wir uns die Seitenlinie an und hier erkennen wir tatsächlich keinen Unterschied. Bei der Modellpflege lediglich können wir hier die einzelnen Elemente der Monte Carlo Version herausnehmen. Schwarze Außenspiegelkappen, Anthrazit silberfarbene Leichtmetallräder, hier 16 Zoll Größe auf den Winterrädern, optional 17 oder gar 18 Zoll Räder möglich. Das Badge der Monte Carlo Version haben wir hier. Wir haben einen weiteren ausgestellten Schweller hier unten, ebenfalls schwarz abgesetzt. Zusätzlich haben wir hier die Sonnenschutzverglasung Sunset, dann einen schwarzen Dachkantenspoiler hier oben aufgesetzt und ansonsten sehen wir hier wirklich einen 4 Meter Kleinwagen, basiert noch auf der Vorgänger Volkswagen Polo Plattform. Deswegen hier tatsächlich auch nicht alle Assistenzsysteme, nicht alle den ganzen Infotainment-Baukasten, den wir aus dem neuen Polo kennen, hier versehnt, sondern tatsächlich noch das Vorgängermodell, was aber nicht verkehrt sein muss. Auf 4 Meter Länge verteilt sich der Skoda Fabia, sehr kurze Überhänge vorn und hinten. Und am Heck sehen wir auch kaum Veränderungen zum Vorfacelift, einzig tatsächlich die
Reflektoren wurden verändert und offensichtliches Merkmal ist hier tatsächlich das nun optionale LED-Rücklicht mit dieser typisch sichelförmigen Leuchtgrafik, die für alle Skoda-Modelle steht. Hier hinten übrigens auch wieder ein Heckdiffusor, angedeutet durch die Monte Carlo Edition. Man wollte sogar hier wohl versuchen, ja, Auspuff-Endrohre zu faken, hat man Gott sei Dank keine Chromblende reingemacht, so sieht es tatsächlich noch ganz hübsch aus. Was mir besonders gut gefällt, Skoda hat hier einen Ladekantenschutz installiert mit einer durchsichtigen Folie. Der ist optional, aber da sieht man, manch ein Autohersteller denkt in dem Fall sogar mit. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, ob Skoda auch mitgedacht hat, was im Kofferraum so alles passiert. Ja, dann schauen wir uns den Kofferraum vom Skoda Fabia einmal an, und zwar von der Limousine. Es gibt ja bekanntlich auch einen Skoda Fabia Kombi. Der fasst ein bisschen mehr Kofferraumvolumen. Das schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Ich habe nämlich hier die ganzen Daten für euch, weil ihr wollt es ja auch gerne ausgemessen haben. Fangen wir einfach mal mit den Standard-Litermaßen an. Daran erkennt man nämlich schon recht schön, wo der Unterschied zwischen den beiden ist im Kofferraum Heck. Und zwar haben wir 330 Liter hier Standardvolumen. Und wenn wir maximal umlegen, dann kommen wir auf 1324 Liter bei der Limousine. Oder 530 Liter Standardvolumen beim Kombi. Und da merkt man, das ist schon eine Hausnummer. Und maximal 1395. Naja, im Maximum holt er dann doch nicht mehr so viel raus. Dennoch bringt er hier hinten einfach deutlich mehr rein. Schauen wir jetzt einfach mal an. Fangen wir mal so ein bisschen unten an. Ja, unser Transportgut muss erst einmal diese Ladekante von 66 cm überwinden. Anschließend geht es hier 17 cm hinunter in den Gepäckraum. Wir haben einen 95,5 cm breiten Innenraum, auch recht quadratisch aufgebaut das Ganze. Maximale Tiefe bis zu den Lehnen haben wir 67 cm. Wir haben, wenn wir die Sitzbank umlegen, haben wir 2/3 zu 1/3. Wir haben keine Durchreiche hier verbaut. Dann können wir, wenn wir umlegen, bis zur Beifahrersitzlehne Gegenstände von maximal 1,47 m einladen. Das ist schon mal ganz ordentlich, würde ich mal sagen. Die maximale Ladehöhe ist übrigens auf 84 cm begrenzt. Wirkliches Highlight ist allerdings das Ablagenpaket, was Skoda für rund 100 Euro lediglich anbietet. Da seht ihr nämlich auch hier diese ganzen Verstaumöglichkeiten. Wir haben hier so einen Rahmen, dass wir da irgendwo so als Art Einkaufskorb was reintun können. Das ist natürlich absteckbar. Wir haben hier ein Netz, wo wir Gegenstände nach unten verzurren können. Wir haben hier hinten noch so eine Art Ladungssicherungsnetz. Das ist auch ganz nett. Dann haben wir hier noch eine Wanne, die tatsächlich zweiseitig ist. Das ist auch sehr, sehr schön. Einmal mit so einer robusten Oberfläche und dann auf der anderen Seite die Teppichoberfläche. So, hier haben wir hier noch Taschenhaken links und rechts. Hier ist ein kleines Ablagefach, da kann man alle möglichen Krimskrams reintun. Hier können wir auch noch was reinstecken, Schirm oder ähnliches. Also Skoda macht mit dem Simply Clever Spruch hier wieder alles richtig und zeigt, wie einfach doch manche Lösung hier in einem Kleinwagen umgesetzt wird für trickreiche Staumöglichkeiten. Dann schwingen wir uns einmal in den Fond des Skoda Fabia hinein, Tür zu, damit es nicht so zieht. So, sitzt sich schon mal relativ eng. Ja, wir sind im Kleinwagenbereich unterwegs. Kopfstütze mal nach oben, ja, geht ausweichend hoch, ja, könnte sogar noch ein kleines Stück höher gehen. Wäre sicherlich nicht unpraktisch für Personen, die größer sind als ich mit meins 1,178. Der Sitz ist auch auf meine Größe eingestellt und da sehen wir schon, wer hier normal sitzt. Knie sind auf alle Fälle schon unten am Sitz angesetzt. Dadurch, dass er weich ist, können wir hier noch so ein bisschen mit den Knien rein. Das ist okay für vier Personen, ist es schön, weil die Sitze auch wunderbar ausgeformt sind hier.
Die Stoffe schön glatt, das ist auch wunderbar. Wir haben hier übrigens zwei USB-Anschlüsse, die man ordern kann. Noch so ein kleines Ablagefach mit so einem Goodie. Wunderbar. Dann haben wir hier drinnen in den Sitztaschen noch kleine Ablagemöglichkeiten. Und was hier tatsächlich so ist, serienmäßig haben wir noch eine Kurbel, um das Fenster tatsächlich wie früher hoch und runter zu kurbeln. Ja, die Jüngeren da draußen werden das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Wir haben hier noch eine Leselampe, die wir hier aktivieren können. Das ist auch alles wunderbar. Dann Haltegriffe, nicht gebremst. Einen Kleiderhaken haben wir hier oben. Es ist übrigens das Panoramadach hier verbaut. Das heißt, es nimmt natürlich ein bisschen Platz. Aber immer noch bei mir, selbst wenn ich hier nach hinten gehe, noch eine Faust nach oben Platz. Das ist wunderbar. Kindersitz. Lässt sich auch hier gut installieren. Ich würde jetzt natürlich keine zwei Reboarder-Kindersitze empfehlen, da hier schlicht und ergreifend der Platz nach vorne nicht ausreichend ist. Wer allerdings zwei Kindersitze zu installieren hat, der sollte einen auf den Beifahrersitz packen und einen am besten dahinter. Dann hat man die Möglichkeit. Jetzt klinke ich mich mal aus hier von hinten und schaue, was vorne passiert. Dann schwingen wir uns einmal jetzt nach vorne hier in die Dynamik-Sportsitze der Monte Carlo-Version. Und die sind wirklich sehr, sehr schön ausgeformt. Komischerweise gefühlt nicht so eng wie die im Karoq. Weiß ich nicht. Das Video verlinke ich euch mal oben. Da hatte ich auch die Dynamik-Sitze, fand sie aber etwas zu eng. Komisch. Im Fabia passen sie wirklich perfekt. Aber auch hier wieder das große Problem. Keine ausziehbare Schenkelauflage. Liebe Skoda-Leute, ich würde freuen, wenn ihr das auch mal updaten würdet. Wir haben natürlich hier auch wieder nur die Kopfstützen, die in die Lehne integriert sind. Mir persönlich reicht es und ich auch für die meisten wird es reichen. Wir haben auch hier oben trotz Panoramaglasdach mehr als genügend Platz nach oben. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das Lenkrad ist natürlich ebenso wie der Sitz in der Höhe und hier auch noch zusätzlich in der Tiefe verstellbar. Das haben wir hier per Ratschensystem. Eine Lordosenstütze gibt es nicht. Die Lehne verstellt sich per Drehrad sehr, sehr gut. Auch das, dann der Schlitten hier. Da gibt es genügend Verstellbereich. So, da findet dann auch jeder tatsächlich hier seine optimale Sitzeinstellung. Und dann kann das Ganze eigentlich auch schon fast losgehen. Aber jetzt zum obligatorischen Innenraum. Check. Ja, willkommen an Bord vom Skoda Fabia Monte Carlo. Monte Carlo steht hier für Sportlichkeit, wie wir schon gesehen haben, an den Dynamik-Sportsitzen. Jetzt haben wir hier noch überall schöne rote Ziernähte an Lenkrad, Schalthebel, Armauflage, wie gesagt die Sitze, Polstereinlagen in den Armauflagen, in den Türen. Wir haben ein sehr, sehr schlichtes, wirklich übersichtliches Cockpit mit vielen Hartplastikapplikationen, die aber ordentlich zusammengesteckt sind. Hier passen die Spaltmaße, nichts knappert, nichts knarzt und es ist sehr, sehr schön abzuwischen. Auch mit dem Staubwedel geht sich das wunderbar. Also für die Pflegeleichtigkeit ist das schon mal ein Daumen nach oben. Die Verarbeitung ebenfalls ein Daumen nach oben. Dann haben wir jetzt ganz neu seit dem Facelift stets einen 6,5 Zoll Bildschirm hier verbaut. Wer sich SmartLink noch zusätzlich holt zu dem einfachen Basisradio, der bekommt dann Apple CarPlay und Android Auto mitgeliefert. Ansonsten hier im Radio-Navigationssystem Amundsen, was hier verbaut ist, ist das alles schon drinnen. Der Touchscreen ist schön aufgelöst. Natürlich wirkt er relativ klein, was wir sonst so kennen, aber er macht seine Sache gut. Auch die Sprachsteuerung, die wir hier haben, macht ihre Sache recht gut. Ab und an habe ich lediglich Probleme gehabt, dass er so manche Adressen nicht hundertprozentig von meiner Sprache übernehmen konnte. Naja, vielleicht spreche ich ihm auch zu undeutlich. Dann haben wir im Kombi-Instrument immer noch analoge Tuben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich schön übersichtlich. Da erkennt man auch sofort alles. Auch dieses kleine Infodisplay gefällt mir sehr, sehr gut. Einzig, da hätte ich mir gerne noch eine Farbvariante. Denn wir sind tatsächlich jetzt doch schon Anno 2018, 2019 und solche monochromen Displays, die gab es doch schon länger. Klimaautomatik hier nur Einzonenversion,
finde ich auch völlig ausreichend im Kleinwagen. Große Tasten für Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Zentralverriegelung, Warnblinkanlage, Information, ob der Beifahrer-Airbag aktiv oder inaktiv ist und die Beifahrersitzheizung. Übrigens zweistufig nur die Sitzheizung, reicht aber völlig aus, entweder wirklich heiß oder nur lauwarm am Rücken. Das Lenkrad ist bekannt mittlerweile, typisch Volkswagen Konzernregal, hier unten abgeflacht, perforiert komplett, lediglich hier oben ein kleiner Glattleder. Bereich. Links der Steuersatellit für die Audiosystem, rechts für das Infotainment-System bzw. das Bordcomputer-Menü. Dann haben wir einen Hebel hier für den Abstandstempomaten oder den normalen Tempomaten-Limiter. Dann haben wir den Blinkerhebel und den Wischerhebel hier oben mit so einem kleinen Rädchen oben drauf, wo wir die Intensität des Scheibenwischerintervalls oder des Regensensors einstellen können. Sehr, sehr clever und simply clever, das sind diese Details. Haben wir hier so einen kleinen Einsatz, der passt perfekt hier in diesen Becherhalter hinein. Da kommt das Telefon rein, da kommt der Schlüssel perfekt rein. Dann haben wir da noch Münzablage. Dann können wir den immer noch da reinstecken und haben hier noch so ein kleines Ablagefach, da passt perfekt der Dienstausweis unter anderem hin. Dann haben wir hier unten noch so kleine für Karten, Einsteckfächer. Und eine manuelle Handbremse haben wir hier noch. Die Mittelarmlehne ist in der Höhe einstellbar, nicht in der Länge verschiebbar. Dahinter verbirgt sich noch ein kleines Ablagefach. Leider ohne gummierte Fläche. Das hätte ich mir noch gewünscht. Ebenso tatsächlich die mit Filz ausgelegten Türtafeln innen. Das Handschuhfach ist ausreichend groß und öffnet sehr leicht und fällt auch nicht gerade auf die Knie. Das ist also sehr, sehr positiv. Und ob der positive Eindruck hier weiter fortgeführt wird beim Fahreindruck, das sehen wir jetzt. So, ich bewege jetzt hier seit 14 Tagen den Skoda Fabia 1,0 TSI und zwar in der schwächeren Ausführung. Will heißen, wir haben hier 95 PS und 160 Newtonmeter Drehmoment gegenüber dem stärkeren Triebwerk mit 110 PS und 200 Newtonmetern Drehmoment. In 10,8 Sekunden beschleunigt der hier auf 100, 184 Stundenkilometer Topspeed. Und im Alltag macht das Ganze auch ausreichend Freude. Wir kommen gut voran, der Motor zieht kräftig durch, der Dreizylinder, der werkelt stets präsent. Man hört ihn immer schön schnarren, typische Dreizylinder knurren. Also da verhehlt er nicht, was unter der Haube steckt. Im Gegenteil, er zeigt es sehr, sehr deutlich. Macht aber kein schlechtes Bild damit, sondern hat eigentlich eher mehr den Charakter. Und mir persönlich gefällt das richtig gut. Ebenso gefällt mir richtig gut, dass der Verbrauch im niedrigen Bereich bleibt. Ich habe jetzt 6 Liter im Schnitt benötigt und bin aber auch jetzt sehr, sehr viel Autobahn gefahren und dann auch immer so um die 140 rumgependelt. Das ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Klar geht ihm da öfter mal so ein bisschen die Puste aus. Man würde sich da ein bisschen mehr Leistung wünschen. Da wäre der 110 PS sehr, sehr sinnvoll. Ebenfalls sehr sinnvoll ist der 110 PS natürlich auch, weil er statt einem 5-Gang-Handschaltgetriebe ein 6-Gang-Handschaltgetriebe hat, was in meinen Augen 2019 durchaus Standard sein sollte in solchen Fahrzeugen. Naja gut, nichtsdestotrotz, Skoda hat ihn jetzt einfach nur 5 Gänge spendiert. Damit kommt man aber auch gut zurecht, da sie ausreichend weit gespreizt sind. Naja, das Fahrwerk ist natürlich aufgrund der Monte Carlo-Version, die wir hier fahren, straffer abgestimmt, bietet aber immer noch einen guten Rechtskomfort, so wie wir es von Skoda auch kennen. Wem das zu straff ist, und das gibt es sicherlich die Personen, der möge ganz einfach auf die teure Monte Carlo Version verzichten, der bekommt dann das weichere Fahrwerk und dann sollte er aber auch nicht über 16 Zoll Leichtmetallräder hinausgehen. Besonders praktisch im Alltag übrigens die Lenkung, sehr sehr leichtgängig, bietet aber noch eine gute Rückmeldung für viele Bereiche und macht in der Stadt auch einfach Spaß, da er wirklich sehr, sehr wendig ist mit seinen 4 Metern Außenlänge. Er kommt in jede Parklücke hinein. Parkassistenten gibt es zwar keinen gegen Aufpreis, dafür aber ein Parkhilfe vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera, welche jedoch leider im Spritzwasserbereich ist und somit durchaus des Öfteren verdreckt. Besonders gut hat mir gefallen der Abstandsregeltempomat, weil auf der Autobahn macht er das Fahren sehr, sehr angenehm.
Ebenso angenehm natürlich die LED-Scheinwerfer, die mir im Alltag die Sicht auch wirklich bei schlechten Witterungsverhältnissen, wie wir sie jetzt gerade so im Winter haben, echt aus der Patsche geholfen haben. Da sieht man dann durchaus das ein oder andere mehr. Also auch hier bitte unbedingt das Kreuzchen machen bei den LED-Scheinwerfern. Ja, das Ende meiner Dienstfahrt mit dem Skoda Fabia 1,0 TSI Monte Carlo. Rund 24.000 Euro kostet euch übrigens dieser Spaß, wenn ihr ihn so nehmt, wie er denn hier steht, mit tatsächlich fast allen möglichen Extras. Warum man sich hier zum Beispiel noch die manuellen Fensterheber drinnen gelassen hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz. Er macht eine richtig, richtig gute Figur, fährt sich erstaunlich handlich, macht auch gut Laune im Stadtverkehr wegen seiner Wendigkeit. Und genau dafür schätzt man ja auch diese Kleinwagenklasse. Was mir auffällt und was ich euch noch empfehlen würde, wer nämlich ein bisschen mehr Platz hat und für einen geringen Aufpreis, gibt es dann den Skoda Fabia auch als Kombi. Den würde ich euch sogar mehr ans Herz legen noch. Denn ein Kleinwagen-Kombi mit 530 Liter Kofferraumvolumen und richtig viel Platz, na, das gibt es selten. Und ob ihr die Monte Carlo Edition nehmt, das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Aber ich sage einfach mal, bei rund 17.000 Euro geht er Spaß hier los mit dem 1,0 TSI 95 PS. Ich würde sogar die 110 PS Variante gleich nehmen, aufgrund des 6-Gang-Schaltgetriebes. Das ist einfach nochmal schöner in der Spreizung. Dennoch macht der ganze Wagen jede Menge Spaß und zeigt, dass nicht immer die neueste Technik notwendig ist, sondern auch die bewährte Technik, wie der Fabia hier zeigt, wirklich Sinn macht und auch vielleicht für den Käufer sehr viel Sinn macht. Ich hoffe, das Video hat euch einen guten Eindruck vom Skoda Fabia gegeben. Wenn es das getan hat, lasst mir den Daumen da. Ansonsten Fragen, Kommentare gerne unten hinein in die Box und dann lasst uns ein bisschen über den Wagen diskutieren. Ich würde mich freuen. Freuen tue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Tschüss und Servus, sagt der Ubi hier aus Friedrichshafen.